Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren testen Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns das legendäre Scout-Gewehr Sauerstoff SG3 an. Welche Fähigkeiten drauf sind, wie sich das Ganze im PvE spielt. PvP werde ich nicht groß drauf eingehen, weil sie für PvP meines Erachtens nach nicht so wahnsinnig gut ist. Nun gut, fangen wir aber an. Als erstes haben wir Präzisionsgehäuse drauf, das Rückstoßverhalten dieser Waffe ist vertikaler. Hier haben wir auch nochmal was mit Stabilität, verändert sich auch nicht wahnsinnig viel, weil wir ja nichts auswählen können. Dann die Reichweite wird hier nochmal ein bisschen nach oben gepusht und wir haben die Fähigkeit Libelle drauf, die relativ interessant ist. Wie Libelle halt funktioniert, ballert man auf Feinde. Wenn man einen Kill landet mit einem Präzisionstreffer, dann explodiert der Feind und die umliegenden Feinde kriegen durch die Explosion Schaden. Also eigentlich relativ simpel, Libelle halt wie sie im Kern als Fähigkeit funktioniert. Jetzt kommt aber das, was die Waffe ausmacht, denn wenn wir von Libelle 1 weitergehen, haben wir hier Mega Neura. Mit der Fähigkeit Libelle verursacht mehr Schaden basierend auf der Anzahl der zuvor gelandeten Präzisionstreffer. Das bedeutet, wenn wir einen Feind treffen mit einem Präzisionstreffer, dann macht die Explosion von Libelle insgesamt mehr Schaden und auch schon der erste Treffer auf einen Feind, das heißt, selbst wenn wir mit dem ersten Schuss einen Feind töten, kriegen wir den Bonus drauf. Das heißt, Libelle wird hier durch diese Fähigkeit nochmal verstärkt und der Schaden durch die Explosion erhöht. Das können wir bis zu dreimal stapeln, das heißt, wir haben die Möglichkeit, drei Präzisionstreffer zu landen und dann einen Feind zu töten mit dem Präzisionstreffer, Libelle zu aktivieren und dann kriegen wir den maximalen Schaden von Libelle raus. Um das hier mal in Zeitlupe ein bisschen zu zeigen, das heißt, wir schießen auf einen Feind, wir sehen dann unten links, dass die Fähigkeit bereits aktiv geht und wir schon einmal erhöhten Schaden haben, das heißt, diesen Schadenswert, den kriegen wir einfach immer und die umliegenden Feinde sterben auch dementsprechend gut, wenn sie schwach sind. Wenn die Fähigkeit dann zweimal drauf ist, sieht man auch, dass der Schadenswert doch um einiges steigt, auf die einzelnen Zahlen muss ich ja nicht eingehen, man kann es ja relativ gut herausfiltern, wie hier der Schadenswert erhöht wird. Nun, auch schon mal zwei, sehen wir das hier. Hier der Schaden von Libelle doch wesentlich steigt. Gerade in Zeitlupe kann man das ziemlich gut sehen. Bei der Dreifacherhöhung erhöht sich das Ganze schadenstechnisch nicht mehr ganz so intensiv, gibt aber trotzdem noch einen Bonus drauf. Das heißt, hier machen wir auch den umliegenden Feinden wesentlich mehr Schaden. Ist also ganz nett, wenn es Leute gibt, die sehr, sehr gerne mit Scout-Gewehren und mit der Fähigkeit Libelle spielen, ist diese Waffe für PvE gar nicht mal so schlecht. Aber das ist natürlich stark Geschmackssache. Für PvE gegen kleinere Feinde finde ich sie auf alle Fälle sehr, sehr witzig. Man sieht, man tötet da mehrere Feinde, die auf einem Haufen stehen, weil auch die Fähigkeit viel Schaden macht. Wenn wir das Ganze dann übrigens noch mit Libellenspezifikator verbessern, erhöht den Radius und den Schaden von Libelle, dann haben wir hier die Möglichkeit natürlich mit diesem Mod, mit Libelle und der Fähigkeit, die Libelle unterstützt, das Ganze nochmal in die Höhe zu treiben. Ist aber mehr was für Leute, die wirklich Libelle als Fähigkeit sehr, sehr cool finden. Mir persönlich gefällt sie sehr gut, um kleinere Feinde zu töten. Bei größeren Feinden oder Bossgegnern sieht sie dann doch eher älter aus. Aber dafür kann man ja eine andere Waffe mitnehmen. Dafür hat man Powerwaffen, also schwere Waffen oder halt eben Schrotflinten und Snipergewehre, die man da dann mitnimmt. Das heißt, für PvE gar nicht mal so schlecht, ist keine Must-Have-Waffe, aber Libelle, das hier verstärkt wird, macht durchaus Spaß. Bei PvP muss ich sagen, ist es leider nicht so der Hit. Sie ist jetzt nicht wahnsinnig schlecht, aber für PvP gibt es wesentlich bessere Scout-Gewehre. Deswegen würde ich diese Waffe Sauerstoff SG3 hauptsächlich für PvE benutzen. Deswegen zeige ich auch PvP-technisch ihr nicht wahnsinnig viel, beziehungsweise gar nichts, weil ich sie einfach für PvP gar nicht sehe. Tja, im Grunde genommen wäre es das auch schon gewesen mit dem kleinen Review zu Sauerstoff SG3. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da. Wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt oder noch irgendwelche Tipps reinschreiben wollt in die Kommentare, dann tut das sehr, sehr gerne. Ich lese das durch und werde das auch beantworten. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr zukünftig weitere Videos von mir gerne sehen möchtet, dann kriegt ihr natürlich immer eine Benachrichtigung. Gut, dann bleibe ich noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.